Egal was passiert, bin ich wütend, bin ich traurig, freue ich mich. Ich habe immer meinen Befehlston. Und da ist die Mama komplett ausgeflippt und hat rumgeschrien und hat ihr direkt 3 Strafen gegeben. Ja, also meine Eltern sind schon ein bisschen strenger und ich kann jetzt nicht machen, was ich will. Wie geht's dir, wenn du ihn so siehst? Dass ich voll traurig bin. Das hier ist In meiner Welt. Es geht um Eltern, Teenager und den ganz normalen Wahnsinn der Pubertät. Um in dieser intensiven Zeit eine gute Beziehung zu behalten, laden Familien eine Therapeutin zu sich nach Hause ein und lernen die Welt der anderen besser kennen. In dieser Folge sind wir im baden-württembergischen Waghäusel bei der Familie Klump. Hier setzt die fünffache Mutter Christine auf viele Alltagsregeln für ihren Sohn Neo und Tochter Lilly. Halten sich die beiden nicht an die Regeln, müssen sie ihre Handys abgeben. Vater René versucht zwischen den Kindern und seiner Frau zu vermitteln. Dennoch kommt es oftmals zu heftigen Auseinandersetzungen. Ich bin Christine Klump. Hallo, ich bin der Neo Klump. Ich heiße Lilly Klump. Ich bin René Klump. Wir sind eine große Familie. Ich lebe hier mit meinem Mann René, mit meinem Sohn Neo, 15 Jahre. Mit Lilly 13 Jahre, Jaron 7 Jahre. Wir haben noch 2 große Töchter, die Elena 23 und die Muriel 20 Jahre. Ich muss sagen, ich habe 5 zauberhafte Kinder. Ich liebe die alles über alles, also jeder für sich in seiner Eigenart. Ich würde keins hergeben wollen, so schlimm wie sie auch sein können, aber ja. Bei uns gibt es relativ viele Regeln. Manche verstehe ich auch, aber manchmal sind die, sag ich mal, die Konsequenzen dafür, was man gemacht hat, zu groß. Zum Beispiel, wenn wir jetzt den Bus verpassen, weil man vielleicht verschlafen hat mal, dann kriegt man halt gleich schon wieder 4 Tage Handyverbot. Wenn ich heimkomme vom Arbeiten und es ist völliges Chaos im Gang und die Kinder, ich merke dann schon, die saßen vorm Fernseher oder hatten irgendwas Verbotenes gemacht, da kocht bei mir schon die Wut hoch. Also bei mir ist es so, ich diskutiere dann schon gerne darüber, aber meine Mutter mag das gar nicht. Und dann sagt sie auch, ja, wenn du jetzt nicht aufhörst zu diskutieren, dann ist dein Handy noch länger weg. Und ja. Ich möchte gar nicht eigentlich so sein. Ich denke dann mal, wie hätten wir es schön, alle Räume, die Schuhe weg, es ist alles ordentlich, die sitzen brav dann, lernen ihre Vokabeln. Und ich kann sagen, oh, wie schön, dass ihr da seid, kommt. Wollt ihr ein Stück Kuchen? Ich pack euch was oder so. Aber nein, man muss immer die böse Mutter sein. Als Lösungsansätze für die Themen haben wir uns überlegt, dass wir vielleicht auch weg von Bestrafungen kommen oder Handyentzug, eher hin zu Belohnungen. Fanden auch alle erstmal ganz toll, aber das Ganze ist dann gebrochen worden. Ich bin Sabrina Götzmann, ich komme aus Wöllstein, es liegt in Rheinland-Pfalz. Ich bin systemische Therapeutin und arbeite derzeit unter anderem mit Familien und Paaren. Die systemische Therapie beinhaltet ja unter anderem, dass wir in die Zukunft gucken und gucken, wie können wir Lösungen herstellen für Dinge, die jetzt in der Gegenwart so sind. Mein Wunsch wäre, dass wir ein Klima haben unter uns, wo einfach Freude ist, wenn man sich an den Tisch setzt zusammen, wenn man nach Hause kommt, wenn man sich auf die anderen freut, dass sie da sind. Ich wünsche mir von der Therapeutin, dass sie Ideen hat, wie wir besser klarkommen. Ich meine, vielleicht, ich bin ja einsichtig, vielleicht bin ich ja wirklich viel zu streng. Ich würde gerne mit Familie Klump gucken, wie die Nähe und Distanz zueinander ist, wie sich die Beziehung gestaltet. Vielleicht in der Aufstellung noch mal zu gucken, ob das Konfliktpotenzial minimiert werden kann, wenn die Gefühle besser verstanden werden. Ihr habt ja schon ein bisschen von euch erzählt. Und Lilly, von dir weiß ich, dass du gerne mehr dir Freiheiten wünscht und dass du dir wünscht, mehr mitzuentscheiden oder mehr mitzuüberlegen. Und ihr zwei habt ja schon in eine ähnliche Richtung sozusagen gedacht oder eure Ideen gehen in eine ähnliche Richtung. Okay, um uns ein bisschen zu strukturieren, hätte ich gerne, dass heute jeder ein Thema für sich auswählt, das er als allerwichtigstes Thema für heute findet. Und dann möchte ich von euch noch wissen, was soll in unserer Familie so bleiben, wie es ist? Was findet ihr gut an eurer Familie? Und das mag ich an dir.
was den jeweils anderen betrifft. Lilly, würdest du anfangen wollen? Du könntest dir aussuchen, mit welcher Farbe du beginnen magst. Und zwar meiner Mama mag ich, dass zum Beispiel, wenn ich morgens aufstehe, dass ich mir kein Frühstück machen muss, dass wir nicht runterkommen, dass schon alles schön gerichtet ist, mein Frühstück, und dass ich nicht selbst meine Brotbox richten muss, dass ich einfach nur alles in meine Schultasche reinmachen muss und dass, wenn ich nach Hause komme von Golf, spät 20 Uhr, 20.30 Uhr, dass dann schon das Essen für mich auf dem Tisch steht und ich dann einfach nur essen kann. Du weißt das zu wertschätzen. Ja. Wusste deine Frau das, dass deine Tochter das wertschätzt? Nein, nicht, dass es so wichtig ist, dass es jetzt hier als erstes mit reinkommt, glaube ich nicht. Ja, stimmt. Also ich sage zwar immer, andere Kinder kriegen gar nichts, die machen sich das selber. Aber dass die es dann wirklich so sehen, wusste ich nicht. Oder Lilly das so sieht. Mhm. Das ist schön. Mhm. Ich würde auch mit Blau weitermachen. Und zwar, das mag ich an der Lilly, dass ich immer zu ihr kommen kann, wenn es mir nicht gut geht, und dass ich mit ihr reden kann und dass sie immer für mich da ist. Ich finde das gerade ganz berührend, weil unter Geschwistern in dem Alter das zu hören, finde ich richtig schön. Also ich würde mit Rot anfangen. Das wichtigste Thema für heute, für mich, wäre, dass wir vielleicht lernen oder eine Lösung haben, dass wir uns in den anderen vielleicht reinversetzen und zu versuchen zu verstehen, wie derjenige tickt, und dann vielleicht das auch mit anderen Augen mal zu sehen. Also das wichtigste Thema für mich ist, dass man nochmal die Regeln sozusagen, also die Konsequenzen hinterfragt und mal überlegt, ein bisschen mehr Freiraum vielleicht auch lassen. Mhm. Die Regeln sind ja okay, aber die Konsequenzen zu hinterfragen. Über die Konsequenzen, genau. Okay. Und halt auch zum Beispiel, dass man mehr Freiraum haben darf, dass man auch mal was in der Küche alleine machen darf zum Beispiel, oder dass man auch mal darüber redet, wie zum Beispiel, ich hätte gern Gelnägel, dass man auch einfach mal meine Sicht sozusagen versteht. Also ich würde weitermachen mit Rot, mein wichtigstes Thema heute, und zwar, dass, wenn man irgendeine Regel nicht eingehalten hat oder irgendein Problem hat, dass man dann nicht direkt komplett ausflippt, sondern dass man eher gelassener an die Sache rangeht. Vielleicht, wenn ich das jetzt alles so höre, wäre es ein Ansatz, dass man mal überdenkt, wenn ich schon Regel höre, eigentlich Regel, ihr müsst einfach das, was man euch sagt, dass ihr euch dran haltet. Ich habe mich für diese Methode entschieden, um der Familie beide Sichtweisen darzustellen. Auf der einen Seite, dass sie ganz viele Ressourcen haben und ganz viel Positives übereinander haben, was sie mitnehmen können. Es wird im Alltag häufig nicht so viel, kommt nicht so häufig zum Tragen. Und dass die Probleme, die da sind, oder die Schwierigkeiten und Herausforderungen, die da sind, gar nicht so groß erscheinen, wie sie dann im Alltag vielleicht manchmal wirken. Und auch, dass es die Möglichkeit gibt, es auf ein Thema zurückzuführen, sodass wir daran anschließen können. Ja, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel eine Tasche. Ich habe eine besondere Tasche, die habe ich bei einem Event bekommen. Die kann man nicht kaufen, die hat man da geschenkt gekriegt, weil man mitgemacht hat. Und ich komme da heim und die hängt da in Gebrauch. Dann sage ich zu Neo, da war seine PlayStation drin, warum er meine Tasche nimmt. Hätte er mich gefragt, Mama, kann ich die Tasche haben, die ist perfekt, denn da passt die PlayStation perfekt rein, dann hätte ich ja gesagt, okay, bitte pass aber drauf auf, das ist eine wichtige Tasche. Aber nein, er bedient sich gerade, und das ist so ein Thema, das kann ich nicht leiden. Dann würde ich Lilly gerne dazu noch mal fragen. Lilly, wenn Mama das so zu Neo sagt, jetzt bei diesem konkreten Beispiel mit der Tasche, ja? Ja. Was glaubst du, erstens mal, auf welcher Skala bewegt sie sich da von 0 bis 10? Wie ärgerlich ist sie? Also bei der Tasche denke ich eher nicht so hoch. Ich denke so bei 5 bis 7 so. 5 bis 7? Ja, nicht bis 7. Ich denke so 5, 6. So. 5, 6. Also ja. Und 10 wäre ausflippen. Ja. Also meine Meinung zu der Tasche, wie ich ihm das gesagt habe, war vielleicht 2 bis 3. Mhm.
Du hast dich auf 2 bis 3 erlebt. Okay. Ja, würde ich sagen. Mhm. Und ist 2 bis 3, beschreibt 2 bis 3 das, wie du dich gefühlt hast, oder beschreibt 2 bis 3 das, wie du es ihm vermittelt hast? Wie ich es vermittelt habe. Okay. Und wie hast du dich gefühlt? Ich ärgere mich gar nicht mal so über die Kleinigkeiten. Naja, also wir haben ja, ich sag das mal so, wir haben ja, ich sag manchmal, ich bin viele, aha, weil wir haben nicht nur einen Teil in uns, sondern mhm, wir bestehen aus mehreren Anteilen. Mhm. Ja? Und wenn du jetzt in so einer Situation bist, mit der Tasche zum Beispiel, dann könntest du einen Teil in dir haben, der sich ärgert, und einen Teil, der Verstand, ja, der Teil des Verstandes, der mhm, sagt, es ist nicht sinnvoll, sich zu ärgern, und deshalb tue ich das jetzt nicht. Aber der andere Teil, der ist trotzdem aktiv in dir. Mhm. Und was denkst du, was ist der Anteil der Wut und der Anteil der Trauer? Ich glaube, die Wut ist eher ganz niedrig. Mhm. Trauer vielleicht eher enttäuscht, würde ich sagen, ja, 4 bei sowas. Und Wut vielleicht 0,5, maximal 1, also mhm, ganz wenig. Ja, und Enttäuschung ist im Grundgefühl die Trauer. Mhm. Ja? Neo, hast du das gewusst, dass deine Mama mehr traurig ist als wütend? Nee, ich hätte es jetzt auch eher gesagt, wie enttäuscht. Mhm. Und da hätte ich auch gesagt, dass sie mehr enttäuscht ist wie mhm, wütend. Ah ja. Was ich von euch so verstehe, und das sehe ich auch als Gemeinsamkeit bei euren Eltern, dass ihr alle sagt, wir wollen mehr verstanden werden, mhm, wir wollen mehr gehört werden, mehr in unserem Bedürfnis wahrgenommen werden. Also ich fühlte mich ganz gut, vor allem fand ich es spannend, wie jeder ausgesprochen hat, seine Meinung gesagt hat und die anderen waren still und haben zugehört. Sowas ist normalerweise undenkbar bei uns. Da wird immer wild durcheinander geredet. Also ich fand es sehr schön, dass man sich darüber erstmal unterhalten hat, so als Familie einfach alle zusammen, und dass man einfach mal verstanden hat, was in den anderen Köpfen vor sich geht. Haben uns ja schon darauf verständigt, dass euer gemeinsames Thema auch Nähe und Distanz zueinander ist und Konflikte lösen. Wenn du dich jetzt in so eine Situation hineinversetzt und die Gefühle versuchst mal mhm, zu spüren und guckst mal, was passiert, wenn der Konflikt zum Beispiel mit Neo und Lilly da ist. Mhm. Magst du mit dem von Neo anfangen? Mhm. Wie sich das dann... Okay. Das ist dein Bild, gell? Du stellst dein Gefühl zu, wie es dann für dich sich anfühlt. Ne? Mhm. Ich würde dich bitten, dem Neo einen mhm, Gesichtsausdruck zu geben mhm, und eine Körperhaltung, mhm, die für dich ausdrückt, was du glaubst, wie er sich fühlt mhm, in dem Moment der Auseinandersetzung. Okay. Genau, schau mal hin, passt das so? Mhm. Okay, noch irgendwas? Möchtest du denn die Kopfhaltung verändern? Ist genau stimmig. Mhm. Aha. Wunderbar, okay. Wenn du jetzt die Situation weiterspielst und mhm, du wirst wütend, ja, mhm, du hast ja so beschrieben auch, dass du irgendwann versuchst, das mit ich schreie dann rum und mhm, werde dann laut, ja, also du bist nicht mehr irgendwie unten im unteren Level unter der 5, sondern du bist jetzt angekommen bei 7 oder 9 mhm, und schreist ihn an, mhm, ja. Kannst du bitte noch mal als Bildhauerin ihn stellen, wie du dann erlebst, wie er dann sich fühlt, und das mit ihm, mit seinem Körper darstellen. Mhm. Mach nochmal die Hände so in die Hosentasche mhm, und das Gesicht wieder genauso. Mhm. So erlebst du ihn dann, mhm, wenn du, okay, und stell dich bitte mal dazu. Wenn ich wütend bin. Ja, wenn du wütend bist. Mhm. Mhm. Okay. Und die Geste, die du jetzt gerade gemacht hast, so, ja, mhm, du bist ja auch ein Stück vorgegangen. Das mhm, heißt, du hast erstmal Nähe hergestellt zu ihm. Mhm. Mhm. Okay. Und ist das eine gute Nähe? Nee, dass er mich besser versteht. Mhm. Okay. Jetzt hatten wir ja in der vorherigen Übung festgestellt, mhm, dass du erst im ersten Schritt für dich selber mhm, eher traurig bist, oder mhm, du hast gesagt enttäuscht, das mhm, Wort Enttäuschung hast du benutzt, und das würde ich dich bitten, jetzt mal darzustellen. Also wir spulen die Situation zurück mhm, von der Wut hin zu, wo du enttäuscht bist. Ja? Kannst du das noch mal darstellen? Okay, aber ich glaube, man merkt mir das nicht an. Mhm. Optisch. Mhm.
Okay, er merkte das nicht. Ich bin ganz neutral. Mhm. Du verstellst dich dann sozusagen, ist das richtig? Ja, ich schluck so ein bisschen runter. Du schluckst es runter, okay. Und wenn du jetzt noch ein bisschen mehr dein Gefühl sprechen lassen würdest, ja, was würde sich verändern? Kannst du das noch mal versuchen darzustellen? Und jetzt hast du vorhin in der Sequenz der Wut noch mehr Nähe hergestellt. Mhm. Möchtest du mal ausprobieren, wie sich's anfühlt, wenn du mehr Nähe herstellst und gleichzeitig deinen Gefühlen Ausdruck gibst wie Enttäuschung? Mhm. Kannst du das merken? Kannst du, also welchen Unterschied merkst du? In mir. In dir. Dass ich voll traurig bin. Und Neo, könntest du für dich deine Position so verändern, dass es sich gut anfühlt, dass du das Gefühl hast, also dass es sich authentisch anfühlt? Und jetzt kannst du das körperlich ausdrücken, wie das für dich ist, wenn du ihre Traurigkeit siehst? So. Wie geht's dir damit, mit der Situation? Gut. Also, was heißt gut? Mhm. Ich bin ja normalerweise, reagiere ich ja so emotional nicht. Mhm. Und wie geht's dir jetzt, wenn du, bleib dir mal in den Positionen verharrt. Wie geht's dir, wenn du ihn so siehst, den Neo so siehst? Welche Bedeutung hat es für dich? Ihm tut's leid, mag er damit mir sagen. Mhm. Wenn wir nochmal die Skala benutzen, ja? Um wie viel mehr fühlst du dich verstanden, wenn du... Von 0 bis 10. Mhm, von 0 bis 10. 0 10. Ist gar kein Verstand. Du fühlst dich voll verstanden. Ja. Und wenn du das nochmal in der Wiederholung so Revue passieren lässt, wenn du das mit der Wut darstellst, wie viel fühlst du dich dann verstanden? 3. Mhm. Okay. Wenn du sie so erlebst, was macht das mit dir? Also was verändert sich dann? Dann bin ich auch eher traurig und auch von mir selber enttäuscht. Mhm. Wenn man das so angesagt bekommt, dass man das mal fühlen soll und zeigen soll, dann merkt man direkt, wenn man sich so reinfühlt, dass das eigentlich richtig ist. Das war mir nicht bewusst, gar nicht. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm so. Ich denke, dass die Aha-Effekte ich als Beobachter dann schon gesehen habe bei Neo und Christine. Ich war da ja gar nicht so als Person involviert, aber ich denke, da hat es schon Klick gemacht. Ich denke jetzt nicht, dass von einem auf den anderen Tag direkt umspringt und auf einmal alles super ist. Ich denke, das braucht einfach dann noch mal ein bisschen Zeit. Es gibt einfach mit 13 keine Gelnägel. Aber alle meine Freunde haben auch Gel. Ja, aber alle meine Freunde interessiert mich nicht. Bitte, Mama. Es eskaliert ständig und wir sind immer im Clinch. Ich glaube, das habe ich dir auch schon gesagt, dass ich nicht möchte, dass du billig wirkst. Übertreib es ein bisschen. Ich bin gerne streng, ich finde es auch irgendwo richtig. Also es gibt ganz viel Distanz und ihr wendet euch einander ab.